Ein angesehener Diamantenhändler. Ein ungewöhnlicher Juwelenraub, der bis ins kleinste Detail geplant ist. Und Bilder der Täter, die das Opfer selbst gezeichnet hat. Im Februar 1968 wird ein Juwelier in Pforzheim brutal überfallen. Auch die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst hat versucht, den Tätern auf die Spur zu kommen. Der Journalist Ralf Döbele hat sich noch einmal mit dem Überfall beschäftigt. Besonders das Engagement des Opfers ist ihm im Gedächtnis geblieben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach einem Raubüberfall Phantombilder der mutmaßlichen Täter angefertigt werden. Es ist aber durchaus besonders, dass diese Bilder von dem Opfer selbst gezeichnet werden. Und noch ungewöhnlicher ist, dass diese Bilder dann zum Schlüssel in den Ermittlungen gegen ein gesamtes Gangstersyndikat werden. Pforzheim in Baden-Württemberg. Hier lebt der Diamantenhändler Markus E. 1968 mit seiner Familie. Er ist beruflich sehr angesehen und hat weltweit Geschäftsbeziehungen. Außerdem ist er der Kunst zugetan. Bereits seit seiner Kindheit zeichnete Markus E. Inzwischen war aus ihm ein erfahrener Hobbymaler geworden. Einst dachte er, er könnte dieses Hobby vielleicht auch zum Beruf machen. Daraus wurde aber letztendlich nichts. Am Abend des 2. Februar 1968 ist Markus E. gerade dabei, seine Tochter Miriam zu porträtieren. Gegen 19 Uhr besuchen ihn überraschend zwei Männer, die sich als Juwelenhändler vorstellen. Sie seien neu in der Branche und bitten Markus E. um seine Expertise. Der Wortführer stellte sich als Manfred Altstädter bei dem Diamantenhändler vor. Der blieb zurückhaltend und skeptisch. Es war auch ungewöhnlich für ihn, dass die Männer ausgerechnet um diese Uhrzeit bei ihm auftauchten. Denn in der Diamantenbranche war es eigentlich üblich, dass man Geschäfte bei Tageslicht erledigte. Denn dieses Licht brauchte man, um die Ware auch ordentlich begutachten zu können. Markus E. sagte den Männern, sie sollen bitte am Montag zurückkommen zu den üblichen Geschäftszeiten. Nachdem sie beim nächsten Besuch Kleinbrillanten im Wert von 2000 D-Mark gekauft haben, sitzen die Männer am 15. Februar 1968 erneut bei Markus E. Sie möchten nun weitere lupenreine Brillanten erwerben. Daraufhin öffnet Markus E. den Tresor und zeigt ihnen weitere Steine. Unter einem Vorwand erhob sich der Wortführer dann, trat hinter den Diamantenhändler und begann unvermittelt mit seiner Waffe auf ihn einzuschlagen. Danach wurde Markus E. mit Pflastern brutal gefesselt und geknebelt. Einer der Täter durchsucht den Schreibtisch des Diamantenhändlers und findet zahlreiche Briefchen mit Brillanten. Und im Tresor stößt er auf ein besonders gesichertes Fach. Sagen Sie mal, wo ist denn der Schlüssel? Wirst du wohl ruhig sein? Er suchte also das Büro nach dem Schlüssel zu diesem Fach ab und fand ihn auch schließlich hinter einer Pflanze. Er öffnete das Sicherheitsfach und erbeutete weitere kleine Briefchen mit Brillanten. Insgesamt belief sich die enorme Beute bei diesem Raubüberfall auf rund 750.000 Mark. Markus E. wird von den beiden gefesselt und geknebelt zurückgelassen. Bitte beruhigen Sie sich. Sie sind ja versichert. Und dass du nun schön still bleibst. Wir rufen in 15 Minuten die Polizei selbst an. Die werden dich dann schon wieder auswickeln. Markus E. droht zu ersticken. Mit letzter Kraft gelingt es dem Diamantenhändler, sich so weit zu befreien, dass er zum Schreibtisch kriechen und die Polizei anrufen kann. Den Beamten gelingt es, den Anruf zu lokalisieren und Hilfe zu schicken. Während Markus E. ins Krankenhaus gebracht wird, beginnen die Ermittler mit der Spurensicherung. Die Kripo Pforzheim hatte es zunächst nicht leicht. Die Spurenlage am Tatort war sehr schlecht. Es waren keinerlei Fingerabdrücke der beiden Männer dort zurückgeblieben. Bei dem Besuch beim Opfer entdeckte dann aber ein Kriminalbeamter aus Pforzheim ein Porträt, das Markus E. selbst angefertigt hatte. Und daraufhin kam ihm eine Idee. Wenn er so gut zeichnen konnte, vielleicht könnte er auch Phantombilder der Täter anfertigen, und zwar selbst. Noch im Krankenhaus beginnt Markus E. mit dem Zeichnen der Bilder. Das Ergebnis hält die Polizei für sehr vielversprechend. Außerdem kann das Opfer die beiden Täter sehr gut beschreiben. Der erste Mann war modern gekleidet. Auch wegen seiner guten Umgangsformen bleibt er dem Opfer im Gedächtnis. Der zweite, kleinere Mann, der dann später von der Polizei als der Schläger bezeichnet wurde,
war eben kleiner gewachsen und bulliger. Er hätte außerdem diese guten Manieren nicht so besonders gut beherrscht. Sie seien zackig gewesen, eher militärisch, und er sei auch durch seine seltsamen tiefen Verbeugungen aufgefallen. Da die Kripo die Täter vorläufig nicht fassen kann, wenden sich die Beamten im Herbst 1968 an die ZDF-Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst. Die Resonanz auf die Ausstrahlung ist für die Kripo erfreulich. Hier zuerst der Wortführer. Sie wissen, er nannte sich Manfred. Die Belohnung in diesem Fall war enorm. Die Versicherungsgesellschaft lobte bis zu 10% des gestohlenen Warenwerts als Belohnung aus, also rund 75.000 Mark. Entsprechend hoch war auch das Hinweisaufkommen im XY-Studio. In der Spätsendung erwähnte der zuständige Kommissar auch, dass zahlreiche Hinweise eingegangen seien. Was er den Zuschauern allerdings nicht verriet, war, dass er auch einen ganz besonderen Hinweis bekommen hatte. Und der kam von einem Beamten des Landeskriminalamts in Wiesbaden. Der Beamte erkennt die zwei Männer auf den Phantombildern. Die waren festgenommen worden und galten als Tatverdächtige in einem großen Ermittlungskomplex gegen ein Gangstersyndikat, das in ganz Europa verzweigt war. Er rief zunächst im XY-Studio in Wiesbaden an. Danach fuhr er in sein Büro beim LKA und kam danach mit den Originalakten zu seinem Fall zu Eduard Zimmermann ins XY-Studio. Kurz darauf zeigt die Polizei Markus E. die Akten und auch er erkennt die zwei Männer wieder. Es handelt sich um Manfred S. und Gerhard S. Die beiden Männer waren bereits einige Wochen vor der XY-Ausstrahlung festgenommen worden. Auf einem Autobahnparkplatz. Dort kontrollierte eine Polizeistreife routinemäßig das Auto, in dem die beiden Männer saßen. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich im Kofferraum reichlich Einbruchswerkzeug befand. Die beiden Männer wollten flüchten, wollten sich sogar den Weg freischießen. Das wurde dann aber durch eine zweite Polizeistreife, die hinzukam, verhindert. Im Auto der beiden können außerdem falsche Papiere der Täter gesichert werden, die aus einem Einbruch ins Landratsamt Frankfurt-Höchst stammen. Nach und nach stellt sich heraus, Manfred S. und Gerhard S. sind Teil eines ganzen Verbrechersyndikats. Dieser Gruppe wird eine ganze Anzahl von Verbrechen zugeordnet. Einige der wichtigsten Schlüsselfiguren konnten nun in den vergangenen Tagen festgenommen werden. Der Großteil der gestohlenen Diamanten bleibt für immer verschwunden. Im Juni 1969 kommt es vor dem damaligen Landgericht Pforzheim zum Prozess gegen die beiden Männer. Manfred S. wird zu 7 Jahren Haft verurteilt, Gerhard S. zu 6 Jahren. Der Raubüberfall auf Markus E. Ein Verbrechen, das ein ganzes Gangstersyndikat auffliegen ließ.